Holla die Waldfee. Oder York, der Waldjunge, weiß ich nicht. Episode 5, 24. Kapitel, Roter Baum. Hier haben wir die Karte von Valentine Morgan. Das scheint wohl die Mutter zu sein von dem kleinen Yorkie Borky. Können wir hier raus? Nein. Was ist das für ein Gang jetzt hier, wo die Blätter nach oben fallen? Wieder mal eine Traumvision von ihm. Und was sind das? Ich sehe schon, das sind wahrscheinlich die ganzen Toten, die hier stehen. Und diese zwei Typen, die hier nicht hingehören, weil sie nicht tot sind, aber Engel. You will also be able to return back soon. Okay, danke. Sagst du immer dasselbe? You. Wir kommen hierher, aber wahrscheinlich haben die hier diese... Was sind das für Flügel? Sehen aus wie so Staubwedel in ihren Rücken. Very soon you'll be able to go back. To where you came from. Okay. Was auch immer er damit meint. Und da ist Anna, die uns doch sehr angeleitet hat. Die rollige Anna. Die lebensfrohe Anna, die dann durch die Samen sehr rollig wurde. Und wahrscheinlich, scheinbar haben die so einen, wie heißt denn das Zeug? Die zwei Dummchen. Aphrodisiakum. Naja, irgend so ein Zeug, was sie halt rollig macht. Und wenn George dabei in der Nähe war, dann sind die total auf ihn abgefahren und wollten mehr von dem Zeug. Drogen eben. Drogen sind nicht gut. Die machen euch abhängig. Warum lachen die jetzt alle? Das gefällt mir nicht. Und Carol, die von Anfang an gegen uns war. Dumme Kuh. Aber die lachen alle. Das ist an ihrem Tod so witzig. Und ihr verrückter Bruder Thomas. Der Emily-Ersatz. Keine Ahnung. You also need to have more fun. I'll play with you a little if you like. Nein, danke. Oh, Daddy und Mami. Ihr Halbschattengesichter. Warum haben die... Expect no praise. You did nothing but your duty. Weil er sich so schlecht an sie erinnern kann, weil sie immer schlecht beleuchtete Zimmer gehabt haben und Räume, sodass er sich an ihre Gesichter nicht mehr erinnert. Mom. Francis, well done. Danke, I'm sure your father wants to congratulate you. Der hat gerade nur gesagt, dass es meine Pflicht war. Manu. Ja, ist das jetzt eigentlich das Rätselslösung gewesen? War es das alles? Ich meine, die roten Samen, die muss man ja nicht so erklären, die gibt's halt. Punkt. Wow. Wow. I'm sorry, but I can't allow you to go with your parents yet. There is still something you need to do. Washington. Open that envelope. Warum steht da Washington? There is still something you need to do. Öffne den Umschlag. Akzeptieren. Emily. Apathisch sitzt sie da. Vielleicht ist sie noch nicht wirklich tot oder was auch immer. Und warum ist eigentlich auch Harry da? Der ist auch nicht tot. Oder hat er so eine Geistapparatur, wo er immer mal wieder teilweise tot ist? Was ist in diesem Umschlag? Nehmen wir den in die Anderswelt mit? Also in die normale Welt? Wir sind ja gerade in der Anderswelt. In einer Anderswelt. Es gibt ja hier mehrere davon. Die düstere und die hier. Was ist da drin? Haare? Hm. Dose mit eingemachtem ist da drin. Wow. Hey, Asche. York. Finally, you're awake. How long have I been out? A whole day, plus 10 hours or so. I wanted to challenge you to a game, but you were asleep. Emily, which room is Emily in? Emily? What, she hurt too? She hasn't come into the hospital. What? Yeah. Told Kaysen to bring her here. Kaysen? Well, Kaysen came. I mean, he's the one who brought you here. Which reminds me. He asked me to give you this. Oh, oh, oh.
Ey, wer hat ihn rasiert? Warum ist Jörg rasiert? I don't know. He just asked me to hand it to you after you woke up. Anyway, you solved the case, right? Hey, do you want to play some chess? No. I'll have to take a rain check. I have an urgent issue I need to attend to, and I need to leave the hospital. Zack, I have a bad feeling about this. Ich auch, vor allem weil wer dich rasiert hat, das gefällt mir nicht. Dein Bart war so schicklich. Aber nee, ernsthaft, was ist hier los? Was hat Cason vor? Der steckt ja auch irgendwie da drin. War er, der das überhaupt erst eingeleitet hat? Ich meine, er scheint ja auch irgendwie unsterblich zu sein, wenn er wirklich derselbe ist wie aus der Vergangenheit. Irgendwie steckt er dahinter. Aber wie? Wie steckt er dahinter? Oh, jetzt habe ich leider die Titelbeschreibung nicht gelesen. Schade. Habe ich zu schnell geklickt, aber scheint irgendwas mit Cason. Morgendämmerung? Nein. Wie hieß dieses? Das habe ich vergessen, wie das Kapitel heißt. Egal. Wir werden es ja sehen. Hm? Ah, toll. Schlüssel von Cason. Haben wir bekommen? Und eine Karte. Müsste ich mir nochmal angucken. Warum steht da ein riesiger Hund mit roten Augen? Ich drück jetzt einfach mal auf Start, ja? Hundi? Objekte, genau. Ich wollte gucken, was wir da bekommen haben. Der Schlüssel aus dem Umschlag von Cason. Offenbar soll ich ihn an dem Ort auf der Karte benutzen. Die Karte auf dem Umschlag von Cason. Die Blockierung ist auf... Ist das George sein Haus? Ich kann leider nicht lesen, was da steht. Also, Hospital, George und der... Diese Straße oder was das sein soll, das kann ich nicht lesen. Ich werde mal gucken, ob bei uns das angezeigt wird. Auf der Karte, wo wir denn hin müssen. Scheinbar schon. Hatte ich recht. Können wir hier hin? Das wüsste ich gerne. Es ist George House. Ich habe es mir schon so gedacht. Ja, dann können wir aber... Theoretisch könnten wir... Blablabla, ich wiederhole mich. Doch gucken, ob wir da noch hinkommen. Ah, wir können nur in das Polizeiauto steigen. Ey, hier sind irgendwelche Grafikbugs oder so. Das Auto von Keith. Casons Auto. Oh, Aschers Auto. Dann nehmen wir halt das. Bei Regen ist es immer gut, kein Verdeck da zu haben. Wie fahre ich hier nochmal? Muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Zack, I'm getting a really bad feeling about all this. I truly believe George was the murderer that we were after. But killing him, of course, did not solve all the murders related to the Red Seeds. Ja, das stimmt. What Harry said is true at all. Was ist denn? But the answer to the mystery of those red seeds is here in this town. I'm sure of that. Schlimmstes Auto ever. As an FBI agent, I left Emily alone as I slept through an entire day. Zack, I need you to pray with me. Pray that things have not gone too far. Oh. Höllenhunde. Let's go to the location written in Cason's letter. Machen wir mal besser das Licht hier an. Was ist denn hier gerade los? Irgendwie fehlen ein paar Grafiken, habe ich gerade das Gefühl. Die Autos waren ja alle auf einmal nicht mehr sichtbar oder so. Und diese Hunde, die von aus dem Nichts aufploppen. Wahrscheinlich müssen wir ihn ausweichen. Ich hoffe es. Mit dem Auto hier sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Es ist schnell.
Ich werde versuchen, dahin zu kommen. Aber ich kann es halt nicht versprechen, dass es geht. Aber ich versuche halt, die Karte hinzukriegen. Ich meine, irgendwann müssen wir auch wahrscheinlich selber diese Puppen kriegen, damit wir das beeinflussen können, das Wetter. Am nächsten müssen wir mal nach rechts oder so. Nach links. Weil sonst fahren wir gleich irgendwo hin, wo wir nichts machen können. Da war gar kein Weg. Fahren wir mal hier rein. So, zeitliches Limit haben wir nicht wirklich. Wir hören hier nur die gruselige Musik. Meine Fresse, das war knapp. Haben wir den Scheibenwischer eigentlich an? Ah. Das Haus von den Ingrams. Ingrams. Fahren mal hier über die Wiese. Und dann müssten wir theoretisch hier irgendwo auf die Farm fahren können. Gucken, ob wir das einsammeln können. Ich hoffe, das ist die richtige Straße. Ja, doch, das müsste sie sein. Cason läuft uns schon nicht weg. Der hat uns das schließlich so gegeben, damit wir das... Ach, ich kann nicht aussteigen. Naja, na gut, dann halt nicht. Schade, schade, aber... Was soll man machen? Geht halt nicht. Anstelle dessen hören wir über irgendwelche Geistergesänge und sowas. Fahren wir halt direkt zu George. Nach diesem Geisteraufenthalt. Was erwartet uns Cason, der lachend über Emily steht? Wow. Fast einen Unfall gebaut. Irgendwie buggt das schon. Um Gottes Willen, hör doch mal auf, du dummer Hund. Und ich frage mich gerade, was hier vor sich geht. Wahrscheinlich schubst uns der Hund die ganze Zeit hin und her. Wow. Ich bin gerade voll erschreckt. Ja, das Auto ist voll für den... Ah. Oh Mann. Alter. Du kannst das Auto sowieso nicht kaputt machen. Was soll der Mist? Unsichtbarer Hund. Ich glaube, der taucht manchmal auf und manchmal nicht. Reingelegt! Hahaha! Geschafft! Uiuiuiuiui. Was erwartet uns denn jetzt? Da ist auch ein roter Baum natürlich. George's house. Oh Gott, dieser irre Hund. Riesiger Hund. Oh Mann. So sieht's hier von innen aus. Fenster zugenagelt. Kein Möbeljahr. Wie hat der Mann hier gehaust? Gar nicht? I don't like. Deswegen kamen wir vielleicht auch nicht rein. This is most strange, Zack. I thought this story was all over. But it looks like there's something else before we get to see the ending. Yep. Noch einiges, mein Freund. Es ist auch manchmal doof, dass die Musik irgendwie ansetzt und dann aufhört. Das ist sicher das Schloss des Königs. Wozu nur diese Protzerei? Das werde ich nie verstehen. Welche Protzerei? Hier ist alles kahl. Und leer. Ich spüre von irgendwo da unten einen Luftzug. Irgendwelche Hinweise, Zack? Da runterschauen. Was ist das? Das ist also der Draht, der an jedem Tatort war.
Sollen wir ihn noch als Beweis einsenden? Ach, da ist der Draht. Okay. Hier hat George also gewohnt. Wir dürfen nicht sentimental werden. Wir haben Arbeit vor uns, Zack. Okay, da müssen wir scheinbar hin. Schauen wir mal hier runter. Und hinter Tor Nummer 1 ist nichts. Schluss mit den Puppen hier. Den nehmen wir mit, sofern wir das können. Können wir, sehr gut. Er hat also geschlafen, der Kerl. Ui, noch eine Auszeichnung. Und wir schauen auch hier drunter, aber da ist ja nichts. Außer dieser Puppe. Dieser Puppe. Zack, kaputt gehauen. Schauen wir uns nochmal die Küche an, bevor wir da irgendwie weiter reingehen. So, weg damit. Ach, das Licht macht die Geräusche. Wurde in dieser Küche wirklich gekocht? Die Was? Das Gesundheitsamt würde Bauklötze schnauen. Ich glaube, das geht sogar noch. Es gibt schlimmere Orte. Was ist hier drunter? Der hatte keine Türen, der hatte nur Plan, oder was? Das Bad. Ausgestopfter Hirsch. Oh. Stuffed Deer. Eine Karte gefunden. Dieses Haus ist praktisch ein Abbild der Psyche von George. Ich sollte lieber nicht da rein, weil es da wieder rausgeht, meinte er. Gut. In der nächsten Folge. Wir haben ja in dieser Folge einiges erfahren und gesehen. Denke ich mal. In der nächsten Folge heißt es herausfinden, was da wirklich los ist. Aber davor speichern wir. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bleibt weiter gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Was, wenn das Rätsel um Cason endlich gelöst wird und sich herausstellt, was eigentlich hier los war, was es mit diesen roten Samen auf sich hat und wer der Typ eigentlich ist und was er mit Emily vorhat und vielleicht auch, was Harry damit zu tun hat. Das alles in der nächsten Folge. Bye, bye.